Sei dabei bei unserem Long Range Event vom 23. bis 24. Juni, veranstaltet von Kummer Tactical. Servus zusammen. Wie angekündigt sind wir jetzt hier am Stand von LMT. Wir schauen jetzt uns eben hier die Mars H an und in Kombination schauen wir uns auch gerade das neue Zielfernrohr von Sai Optiken an. Und wir haben hier die Acheron-Schalldämpfer. Also das ganze Video wird sich um diese drei Themen hier mitdrehen. Generell, was ist LMT? LMT ist eine Premium-AR-Marke aus den USA, genau aus Iowa. Für Lewis Machine and Tool ist der Name ausgeschrieben. Und die haben ein paar Besonderheiten, die man wissen müsste. Punkt 1 ist, wir haben einen Monolithic Upper. Also Upper Receiver und Handguard sind ein Bauteil. Das sorgt für einige Vorteile. So ist der Handguard hier sehr schmal gehalten. Die Verbindung trägt ebenfalls nicht viel auf die Waffe auf. Und dadurch, dass wir eben hier ein Bauteil haben, können wir uns eben hier die Barrel Nut sparen. Das hat den Vorteil, dass wir hier auf der Seite zwei Klemmschrauben haben. Wenn wir diese beiden aus dem Receiver entfernen, können wir den kompletten Lauf samt Gassystem aus der Waffe herausziehen und können so zum Beispiel den Lauf warten, wir können das Kaliber wechseln und wir können auch die Lauflänge dadurch wechseln. Eine weitere Besonderheit hier bei LMT ist, dass wir das Gassystem fest mit dem Lauf verbunden haben. Also man kann es mit Werkzeugschrauben auseinanderbauen, aber wir haben hier eine Lauf-Gas-Einheit-Unit. Und wir können die Standard Direct Impingement Systeme eben auch durch Tausch des Board Carriers und des Laufsystems auf Pistensystem umbauen. Zum Beispiel für die Verwendung mit Schalldämpfern, für die Verwendung in maritimen Situationen können wir das hier einfach on demand machen. Man könnte zum Beispiel sagen, man kauft sich eine AR-15 in 223 Remington mit Pistensystem, weil man sie eben bevorzugt mit Schalldämpfern nutzen will. 14,5 Zöller zum Beispiel. Und kauft dann meinetwegen noch einen 18 Zoll Lauf in 6,8 SPC in Direct Impingement dazu, weil man damit mehr auf die Distanz gehen möchte. Kann das Ganze eben mit einer Waffe eben dann auch abrufen. LMT macht auch eigene Schalldämpfer. Jetzt ist nur das Problem, dass Schalldämpfer in den USA immer noch ITAR-Level super geheim sind. Und das ist immer ein bisschen schade, wenn man eben die Funktion der Waffe nicht hundertprozentig ausschöpfen kann. Da haben sich aber die Jungs in der Schweiz gedacht, na gut, wir bauen einfach eigene Schalldämpfer. Und das ist jetzt eben hier die Marke Acheron. Acheron hat eben schon den Schalldämpfer für die MDR gebaut, also den Integralschalldämpfer für die MDR. Wir haben hinten bei der 300 Blackout-Pistole von LMT auch den Integralschalldämpfer. Der wird ebenfalls von Acheron gefertigt. Und jetzt neu haben wir endlich die Gewehrschalldämpfer. Die Besonderheit hier ist, dass man den Schalldämpfer hier mit einer Hand auf- und absetzen kann. Den kann man also mit einer Hand runterdrehen, wieder aufsetzen und festratschen. Vom Design der Mündungsbremse her haben wir hier einen Konus angebracht. Dieser Konus sorgt dafür, dass sich der Schalldämpfer eigentlich nicht an der Waffe festbacken kann. Eigentlich heißt es, es gibt bestimmte Situationen, wo es trotzdem passiert, gerade in militärischen oder behördlichen Nutzungen kann das durchaus mal passieren. Jetzt kann man aber zum Beispiel hier einfach eine Rohrzange ansetzen, hier den Ring lose drehen und einen Schuss in der Waffe abgeben und durch die Vibration schießt sich der Schalldämpfer selber frei. Also man kann ihn danach einfach abnehmen. Für den ersten Schuss, also wer es nicht weiß, beim Schalldämpfer werden beim ersten Schuss die Gase im Schalldämpfer verbrannt, also der Sauerstoff im Schalldämpfer verbrannt. Und wir haben meistens dann eine Verbrennung vorm Schalldämpfer, also wir haben einen kleinen Feuerball davor. Und um das ein bisschen zu kontrollieren, haben wir hier im Prinzip einen angedeuteten Three-Prong-Flash-Hider. Der tut nochmal dafür sorgen, dass die Gase gebündelt nach vorne abgegeben werden, wenn sie sich verbrennen. Als Mündungsaufsätze gibt es bei den 30er-Systemen, also bei den größeren Systemen, eben eine Mündungsbremse, eine Dreikammer-Mündungsbremse. Bei den 223 bzw. 556-Systemen haben wir Flash-Hider. Es soll auch für die kleinen Kaliber noch ein Flash-Hider kommen, aber das ist momentan noch nicht, der ist momentan noch nicht auf dem Markt. Der Vollständigkeit halber schauen wir uns hier noch eine zweite Waffe an. Das ist jetzt die 14,5 Zoll Pistensystem, ähnlich der Waffe, die von der estländischen Militärpolizei genutzt wird. Die hat eben hier ein Pistensystem, das man hier vorne einstellen kann, dazu den kleinen Knopf drücken. Dann kann man hier eben den Pisten eben zur Wartung herausnehmen oder auf die Position stellen, die man gerade verwenden möchte. Wir haben hier eben den 556 bzw. 223 Schalldämpfer vorne angebracht und ebenfalls die Sai-Optik. Bei der Sai-Optik gibt es zwei Neuheiten zu unserem letzten Video. Das Sai ist standardmäßig für 223 bzw. 556 Kaliber ausgelegt. Wir haben jetzt eben auch neu, das war jetzt auf einem anderen Gewehr drauf, aber man sieht es halt auf dem Video einfach schlecht, deswegen erwähne ich es hier nochmal. Die gibt es jetzt auch mit einem 762 Absehen und
Als Neuheit auch noch einen dazugehörigen Throw Lever, der ebenfalls von Armament Technology gefertigt wird, also von Sai selber kommt. Wenn sich die Leute fragen, ja, ihr habt eure Montage hier falsch aufgebaut. Wie gesagt, das ist ein Monolithic Upper, also die Top Rail ist oben durchgehend. Wir haben das typische AR-15-Problem nicht, dass der Visierung hinten auf dem Receiver angebracht werden kann, muss. Wir können theoretisch die Optiken auf der ganzen Handguard so anbauen, wie wir lustig sind, wie es für uns die richtige Länge hat. Und wir können im Prinzip alle Arten von Montagen und Blockmontagen nutzen. Der Vollständigkeit halber, wir haben es ja in einem anderen Video schon mal angeteasert, aber wir haben hier auch schon die verkaufsfähigen Produkte davon. Auch wenn es für diese drei Produkte jetzt nicht den besten Markt in Deutschland gibt, ist einmal der SMG1 Schalldämpfer. Der wird eben auf einem 3D-Lacto-System aufgebracht. Beispielsweise MP5 oder die B&T 9mm Waffen haben eben dieses typische 3-Warzen-System, wo man den Schalldämpfer einfach aufstecken, runterdrücken, einmal drehen und dann zieht er sich selber fest aufbringen kann. Der Schalldämpfer ist eben genauso hochwertig gefertigt wie die anderen Acheron-Schalldämpfer, hat ein aus meiner Sicht sehr schickes Design und ist in einem erschwinglichen Preissegment. Ebenfalls interessant, aber für den deutschen Markt etwas randgruppenmäßig, sind die Kurzwaffenschalldämpfer. Der APS-E2 ist eben hier in zwei Versionen erhältlich. Einmal mit einem 13,5 mm Linksgewinde, wie man es zum Beispiel typischerweise hier von den Glocks kennt. Und einmal mit dem 1,5x28 Gewinde, wie man es typischerweise von den meisten amerikanischen Kurzwaffenherstellern kennt. Wahlweise gibt es die beiden Schalldämpfer in Schwarz- und Sandfarben. Was man hier noch erwähnen muss, die Schalldämpfer sind gedämpft. Also wenn man hier mal sieht, man hat hier ein System eingebaut mit einer Verzögerungshülse. Das sorgt dafür, dass im Schuss der Schalldämpfer vom Trägheitsmoment kurz an Ort und Stelle bleibt, während der Schlitten und der Lauf nach hinten gleiten zum Repetieren der Waffe. Das sorgt dafür, dass die Waffe einfach nicht die komplette Masse des Schalldämpfers mit sich nehmen muss und wir hier eben eine zuverlässigere Zuführung dann haben. Der letzte Schalldämpfer, den wir hier noch haben, ist hier der Bibliothekar bzw. Librarian, wie er eigentlich heißt. Ist ein Kleinkaliberdämpfer mit 1,5x28 Gewinde. Passt zum Beispiel hier wunderschön auf die Ruger Mark IV. Passt natürlich auch auf alle anderen Kleinkalibergewehre. Und jetzt wollen wir noch zu einem wichtigen Punkt eingehen. Wir wissen, dass diese Schalldämpfer eine Randgruppe sind in Deutschland. Aber im Gegensatz zu manchen Fachberatern sind sie in Deutschland nicht verboten. Also es ist immer wieder etwas, was die Leute glauben. Kurzwaffenschalldämpfer, Kleinkaliberschalldämpfer werden in Deutschland verboten. Das ist so nicht der Fall. Sie sind erlaubnispflichtig. Schalldämpfer waren in Deutschland schon immer erlaubnispflichtig. Vor 2016 gab es aber halt einfach keine Erwerbsberechtigung dazu. Bei den ganzen Großkaliberschalldämpfern, sorry, Gewehrkaliberschalldämpfern, ist es überhaupt kein Thema. Die gehen ganz normal auf Jagdschein. Bei Kurzwaffenschalldämpfern und bei Kleinkaliberschalldämpfern braucht man aber ein dazu noch drüber hinausgehendes Bedürfnis. Das kann zum Beispiel sein, weil man in seinem Revier zum Beispiel einen Friedhof mit drin hat, wo Wühlmäuse, Hasen, Kaninchen eben Schäden anrichten, die man eben mit beheben muss und wo man dann nicht mit einem lauten Gewehr rumschießen möchte. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man eine Bundesstraße im Revier hat, die in der Nähe eines Wohngebietes ist und hat da relativ häufig Wildunfälle. Mit einem Gewehrkaliber auf gefrorenem Boden schießen sorgt meistens für ordentlich böse Ricochets, also Abpraller. Da ist es zum Beispiel auch ratsam, zum Beispiel eine Kurzwaffe zu nehmen, um eben einen Fangschuss anzubringen. Und wenn man das eben in einem Wohngebiet öfters macht, dann hat man eben öfters Probleme mit den Anwohnern. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, über solche Lärmbelästigungsfälle auch Kurzwaffen und Kleinkaliber-Schalldämpfer zu bekommen. Das ist aber ein Thema, da muss man sich mit seiner unteren Jagdbehörde bzw. mit seiner Waffenaufsichtsbehörde eben gutstellen. Die Möglichkeit ist durchaus da. Lasst euch da nicht irgendwie erzählen, von wegen, das ist verboten. Das stimmt so nicht. Es ist nur relativ schwer und es ist relativ aufwendig. Das war's hier am Stand von Desertec, LMT, Armament Technologies, Acheron und Junke Waffentechnik hier auf der IWA 2022. Und wir schauen uns jetzt noch an, ob wir irgendwas finden, was wir noch reviewen können. Bis dann!